Hallo, ihr Lieben. Ja, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das schaut. Ja, herzlich willkommen bei meiner Plattform Plaudern aus dem Nähkästchen. Viele haben ja schon gesehen, dass ich ja so die letzten Monate, Jahre halt auch mal kritische Videos eben halt so reingestellt habe. Und ja, halt auch immer irgendwo so meinen Senf dazu geben muss, wenn irgendwas auf der Welt passiert oder hier bei uns im Land passiert. Ja, und so in der Weihnachtszeit dachte ich mir dann so, gut, gibst du dem Kind mal so ein bisschen einen Namen, weil hat ja jeder irgendwo. Ja, und dann bin ich eben halt dann so auf die Idee gekommen, Plaudern aus dem Nähkästchen. Weil ich möchte gerne ein Format machen, wo es eben halt um Informationen so rund um meine Berufung geht. Also ich bin Tänzer und Tanzlehrer und habe ein kleines Studio für orientalischen Tanz und Latino, Bollywood, Persien und seit letztem Jahr auch noch Tahiti. Und ja, und da gibt es eben halt dann auch oft in den Kursen noch so viel Hintergrundwissen an Theorie, was eben halt oft zu kurz kommt, weil man ja eben halt so in 90 Minuten, 60 Minuten Kurs einfach nur tanzen möchte und sich bewegen möchte. Ja, und demzufolge kam dann irgendwie mir eben halt die Idee, ich mache eben halt dieses Format, wo eben halt auch letztendlich auch für andere Tänzerinnen und Tänzer eben halt vielleicht auch mal coole, interessante Sachen bei sind, warum Dinge so sind im Tanz, wie sie sind, wo es herkommt. Ja, und wie gesagt, aber eben halt dann auch so ein paar kritische, gesellschaftliche Aspekte. Ja, und eigentlich wollte ich mit dem ersten Thema anfangen, im Bereich des orientalischen Tanz und mit Kultur und Gesellschaft. Damals wie heute. Und halt auch die kulturelle Akzeptanz dieser Tanzform, der orientalischen Tänze in den muslimischen Ländern und ja, und deren Bedeutung. Aber ich fange erstmal mit einem anderen Thema an. Das wird dann eben halt mein Thema 2. Weil das erste oder das neue Thema mich noch ein bisschen mehr bewegt hat, weil ich war seitdem, oder ich muss ein bisschen ausholen. Ich hatte 2022 durch meinen Job, ich musste mich ja anstellen lassen, weil man eben halt als Selbstständiger zur Corona-Zeit ja Berufsverbot bekommen hat und bin praktisch dann bei uns in der Gemeinde, dann beim Ordnungsamt gelandet, hatte da eine tolle Zeit und habe da auch viel lernen können nochmal für mich, eben halt wie Strukturamt funktioniert, wie Abläufe und ja, also es war eine spannende und aufregende Zeit. Zum Schluss war es halt nicht mehr so schön, aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls durch das viele Rumfahren, weil eben halt auch unsere Gemeinde sehr groß ist und eben halt die Hotspots der Verkehrsparksünder eben halt auch weit auseinander liegen. Ja, auch irgendwelche Kontrollen und etc. sind eben halt auch eben halt den Hoppel-Hoppel-Pisten dabei gewesen und das tat eben halt nicht wirklich gut. So, dann durch Corona-Zeiten durfte ich dann eben halt ja auch keine Kurse geben. Und ja, also halt nur noch am Sitzen, kaum Bewegung. Und ja, man kennt es ja, der innere Schweinehund. So, dann auch noch Winterzeit und dann 7 Monate eben halt nichts tun können dürfen. Ja. Und der Körper hat sich dann gerächt. Also Bandscheibenvorfall, das war dann im Juni 22, Quatsch. Im April 22. Und dann hat man sich hochgerappelt mit Physio, war eben halt dann so 3 Monate außer Gefecht, jeden Tag eben halt dann im Sportraum Sport
selber Physio mit Rolle gemacht, weil man eben halt die Ausbildung hatte und oder auch hat. Ja, und dann eben halt dann zweimal die Woche dann zum Therapeuten. Jeder eben halt dann auch den. Ich hatte drei, jeder mit unterschiedlichen Ansätzen. Das war richtig cool. Ja. Und dann wieder im Juni ab oder Anfang Juli eben halt dann ab in den Job zurück. Ja, und dann sind noch nicht mal 2 Monate, ne? Also dann kam August. Und Mitte August, ja, die nächste Baustelle. Und ja, da kam dann praktisch die Diagnose eben halt Hüftarthrose. Eine Beginn auf beiden Seiten der Hüfte. Dachte ich so, na toll. Also hast einen Schock überwunden, jetzt kriegst du den nächsten Schock verbastelt. Und ja, Schmerztabletten bekommen, die nicht geholfen haben. Ibuprofen geschluckt, die nicht geholfen haben. War dann im Urlaub mit meinem Ex-Mann und wir waren auf Rhodos. So, mein Urlaub war eigentlich immer rumkraxeln und dorthin laufen und halt immer das Land und die Leute eben halt zu erkunden, kennenzulernen und neugierig. Und ja, ging nicht so wirklich. Das war eben halt eher ein Rentnerurlaub, 50 Meter laufen, Stretching beim Laufen, beziehungsweise kurz warten. Oder irgendwo kurz hinsetzen und dann wieder 50 Meter laufen. Es war eben halt den ersten Tag eben halt der blanke Horror. Sondern sind wir mit dem Auto eben halt dann auch durch die Gegend gefahren auf Rhodos, war so schön. Und eben halt dann so Beachhopping, also von einer Bucht zur anderen Bucht und halt die schönsten Buchten da gesehen. Und naja, und ich bin halt die Wasserratte und dann überall eben halt rein ins Wasser und schwimmen. Und dann hat es manchmal so gerumst im Wasser, wo ich dachte, so Gott, die armen Fische. Ja, jedenfalls. Durch das Schwimmen wurde das besser, dann eben halt, keine Ahnung, vielleicht eben halt auch durch das Essen dort eben halt noch mehr gesund wie hier, weil eben halt nicht so chemisch und Konservierungsstoffe eben halt drin waren. Also man hat so mehr geschmeckt, was eben halt, ja. Jedenfalls dann nach Hause, dann war da, zum Schluss konnte ich eben halt wenigstens 100 Meter oder vom Zimmer eben halt dann so zu dem Frühstückssaal. Eben halt dann auch laufen mit Treppe hoch ohne Pause. Und ja, und dann eben halt dann auch wenigstens dann vom Airport eben halt dann zum Auto. Wenigstens dann schon mal 300 Meter und dann eben halt dann kurz Päuschen. Ja, dann zur Physio und dann ging es alles wieder. Und ja, dann war es nach 3 Wochen weg. Parallel kam eben halt dann auch noch dann die Diagnose dann danach. Ja, und jetzt zu Weihnachten, also beziehungsweise Silvester, kam dann wieder diese Scheißdiagnose. Nicht die Diagnose, beziehungsweise war eine Entzündung drin im Körper. Und ja, Schmerzen ohne Ende. Also vom Schmerzlevel 1 bis 10 waren es dann schon 13. Zwischendurch wurde das besser. Da hatte ich das Gefühl, okay, auch wenn sich vom Wetter irgendwie was änderte, dann wird es eben halt auch schlimmer. Und ja, ich dann eben halt versucht, dann erstmal mit Ibuprofen war dann nachts oder abends, dann eben halt, wenn man eben halt liegt, nichts hat geholfen, diese anderen alten Tabletten auch nicht, außer eben halt, dass alles wieder ein Durchfall war. Also, ja, und da dachte ich dann so, nee, das kann jetzt nicht sein, ne? Dann gegoogelt, was kann ich tun? Dann meine Mädels gefragt, weil die eine auch noch Heilpraktikerin ist und ich so. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und ich möchte nicht zum Orthopäden, um eben halt nachher dann die Informationen dann an den Kopf zu kriegen. Dann so, naja, dann spritzen wir jetzt dann eben halt mal Cortison. Wollte ich nicht. Ja, und sie denn, oder zwei von meinen Mädels, die eben halt vegan leben, meinten dann so, du musst dein Essen umstellen. In Tierprodukten, ob Fleisch oder Milch, sind die halt hochgradig Entzündungsenzyme drin. Und ich so, naja, ich habe das schon gelesen. Also bin immer wieder darauf kleben geblieben. Habe mir dann noch Mistelkapseln eben halt noch bestellt, weil die eben halt auch Entzündung ausnehmen. Und sag ich, ja, aber ich bin eben halt auch immer wieder darauf gestoßen, man soll eben halt vegan sich ernähren. Ist so, okay. Und dann habe ich halt dann so von jetzt auf gleich und halt dann vor 2 Wochen eben halt angefangen, jetzt vegan zu leben. Und
habe mich eben halt informiert, denn eine von meinen Mädels, die stand mir eben halt dann auch so mit Informationen noch zur Seite und habe mir dann parallel noch ein paar Dokus angeguckt und ja, die ich halt auch nur empfehlen kann. Auf Netflix gibt es die und muss man sich wirklich anschauen. Es macht so viel Aha. Ob es eine Zwillingsstudie ist, wo eben halt unterschiedliche Ethniengruppen in den USA, dann unterschiedliches Alter, unterschiedliche körperliche Fitness und unterschiedliche Geschlechter, also zwei unterschiedliche Geschlechter. Ja, und ich war eben halt auch total verblüfft. So, dann eben halt, also die Doku nannte sich Du bist, was du isst. Und dann die Doku Wie werde ich 100 auf Netflix, wo eben halt ein Profi-Radsportler eben halt in den Jahren festgestellt hat, es gibt so einige Hotspots auf dem Planeten, auf unserer Erde oder in gewissen Ländern, wo die eben halt richtig alt werden und ohne diese Zivilisationsaltersgebrechen, also wo die eben halt wirklich noch fit sind und für ihr Alter eben halt noch ganz viele tolle Sachen machen, auch mal ein bisschen rumgärtnern, und ich war so verblüfft. Ja, und der Grundaspekt war eben halt die Ernährung. Und ja, und das war dann bei mir der Tag 4. Und ich merkte dann, wo ich dann einkaufen war, dann so, irgendwas tut sich gerade in meinem Schmerzlevel, weil morgens bist du eben halt noch mit mehr Schmerzen aufgestanden. Und da war man dann so eingefahren. Man merkte eben halt dann so, okay, ich muss jetzt wieder eine kleine Pause machen. Und war dann einkaufen beim Rewe, um mich eben halt dann auch noch eben halt dann neu zu versorgen. Ja, eben halt dann so ein paar Sachen eben halt aus der veganen Theke mir dann zu holen. Also keine veganen Ersatzfleischprodukte. Also viele kennen meine Meinung, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, dass das für mich eben halt nur chemische Pampe ist, und so ist es auch. Es macht letztendlich auch nur krank und sind Stoffe drin, die der Körper nicht kriegen sollte. Ja, aber eben halt zu gucken, was es eben halt gibt an Joghurt, weil ich liebe Joghurt, also in Tzatziki-Form oder mal als Müsli. So, und habe mir eben halt dann da auch mir dann eben halt dann so ein Naturjoghurt halt dann auch geholt von Rewe, einmal mit Hafer. Dann war ich noch beim Lidl noch wegen Gemüse, weil die manchmal Besseres haben wie eben halt die anderen Märkte. Und da gab es dann noch Kokos, Milchjoghurt Natur, und ja, und war eben halt verblüfft, wenn man das eben halt zubereitet. Also Kokosmilch, Joghurt, Natur schmeckt der Tzatziki 100% wie mit dem griechischen 10% Fettjoghurt. Ich mache den immer mehr auf persische Art, da ist dann noch Minze drin. Ja, und also ich war erstaunt und es hat auch mega geschmeckt. Und ja, und während ich eben halt beim Rewe eben halt dann so rum lief, merkte ich dann so, wo ist jetzt mein Schmerz hin? Hast du den jetzt so im Gang 7 verloren irgendwie so? Wollt ihr denn schon Ausruf machen? Schmerz bitte von Gang 7 zurück an den Eigentümer. Und dann dachte ich noch so, nee, bleib bloß da. Ja, und ja, bin dann eben halt dann weiter getingelt und das war viel, viel, viel besser, ne? Hab dann meinen Einkauf hoch, normalerweise ist das erstmal dann 5 Minuten Pause gewesen, und ja, alles eingeräumt, noch ein bisschen die Bude klar Schiff gemacht, alles so hintereinander weg. Dachte ich, Alter. Ja, am nächsten Tag Konkurs, und da war es eben halt auch noch mehr besser. Ja, also der vierte Tag war dann irgendwie wie, also ein Schmerzlevel 8, würde ich so sagen. Und dann der Freitag war dann so 5. Also man hat eben halt die Baustelle noch gemerkt, dass da eben halt was kaputt ist oder entzündet ist. Aber man war beweglich. Ich konnte eben halt auch in den ganzen 4 Wochen keine Kurse richtig geben. Immer nur so 2 Songs, 3 Songs. Und dann hat alles nur noch gekrampft, und ich habe dann nur noch Anweisungen gegeben. Und am Freitag merke ich dann so, wow, eigentlich könntest du jetzt noch weiter tanzen.
auch wenn es jetzt ein bisschen ziepelt oder irgendwie so, aber du kannst weiter tanzen. Dann dachte ich nicht gleich übertreiben, ja. Und dann war Wochenende, tolle, tolle Sachen ausprobiert aus Cashew. Also mit Cashew kannst du ja alles machen. Also ich habe jetzt da praktisch dann eine Parmesan-Soße dadurch kreiert, was 100% wirklich wie eine Sahne-Parmesan-Soße eben halt schmeckt. Einfach Cashew ein bisschen aufkochen lassen, durch Pürierer, durch Basilikum, durch Knoblauch, Salz, Pfeffer und du hast eine geile Soße. Und dazu dann Pasta mit Champignons und Zwiebeln oder eben halt, man kann was anderes letztendlich, wo man sagt, man braucht eben halt so eine schöne sahnige, sowas Parmesan-ähnliches. Also mega Hammer. Ich habe dann sogar die Nüsse noch ein bisschen angeröstet, dass da noch so ein bisschen Aromen noch reinkommen. Ja, und dann habe ich mir aus Cashew auch noch einen Käse gemacht. Es war dann mehr eine Creme, eine Cashew-Creme. Und alles eben halt findet man bei YouTube. Und mega lecker. Und es war dann nachher dann auch so. Und mein Topping für den Burger, den ich den halt dann am Samstag dann machte, aus Kidneybohnen. Und dann einfach dann so, wie man Buletten in Deutschland eben halt macht. Einfach nur Zwiebeln rein und Petersilie eben halt dann klein gehackt und Knoblauch, Salz, Pfeffer, Bums reicht. Ja, und dann hast du noch ein bisschen was bindet. Was habe ich dafür genommen? Panko-Mehl, genau. Oder geriebene Semmel. Und es war ein richtig geiler, leckerer Patty. So, Montag, eine Woche vergangen. Aufgestanden ist so, okay. Selbst beim Aufstehen merkst du jetzt nichts mehr. Nur die Bandscheibe eben halt oder eben halt die Lenden. Das muss eben halt dann so ein bisschen dann so, sich so einschwingen und dann ist alles fein. Ja, abends Kurs und meine Mädels dachten dann so, Alter, was ist mit dem nicht richtig? Die dann so, was ist passiert? Letzte Woche wolltest du sterben und jetzt fliegst du durch deine Halle. Ja, keine Schmerzen mehr, Energie pur, Power pur. Und ja, eben halt durchgezogen wie so ein armer Irrer und geschwitzt und Energie, einfach Energie. Nächsten Tag sogar ein bisschen Muskelkater denn gehabt. Naja, wenn man von meiner Kismet-Show an nicht mehr wirklich dann irgendwie getanzt hat. Jo. Ja, und parallel schaute ich eben halt dann weiter die Dokus auf Netflix. Da kam eben halt dann Heels, bin ich dann gelandet und war mega interessant. Die haben eben halt den ganzen gesundheitlichen Aspekt eben halt dann auch durchleuchtet. Dann eben halt wie Körper Fleisch verarbeitet und Pflanzen verarbeitet und die ganzen Nebenwirkungen im Grunde genommen, was eben halt auch passiert, gerade eben halt bei der heutigen Zeit, weil das Fleisch und das Milchprodukt ja einfach mal durch viele Zusätze eben halt ja kaputt eigentlich ist und krank macht. So, und da haben sie eben halt dann auch nee, das war The Game Changer. The Game Changer, die Doku, auch richtig geil, ist eben halt mit Profisportlern. Und der stärkste Mann in Deutschland, und ich glaube auch der Welt, der ist ein Deutscher, der ist eben halt Veganer und der hat so eine Körners und schleppt Autos durch die Gegend und mach und tu und der lebt eben halt auch 100% vegan. Und ich so, okay. Ja, und man hat eben halt dann auch Profisportler eben halt in der NFL und woanders eben halt dann auch durchgetestet und Studien eben halt dann auch gemacht, wie der Körper irgendwie auch reagiert und war verblüffend. Dann vier ganz schwere Patienten, die eine 60, die konnte eben halt auch nicht mehr krauchen, auch wegen Arthrose und ganz viele Entzündungen, Tabletten gefressen ohne Ende, also da war Säcke voll, kann man schon sagen. Ja, und dann die sind eben halt am Ende dann alle umgestiegen und auf vegane Kost und nach 2 Wochen war die Entzündung bei ihr auch komplett raus. Sie konnte laufen, sie konnte spazieren gehen, sie hatte keine Beeinträchtigungen mehr und hätte ich das nicht selber auch durchgemacht, hätte ich gesagt, das ist ja Quatsch. Aber ich habe es ja auch selber letztendlich nun an meinem eigenen Körper nun durchgemacht und ja, und es funktioniert. Dann, ja, The Game Changer, eben halt mit Profisportlern. Ja, sie haben halt auch immer dann noch ein paar
Aspekte auch der Massentierhaltung eben halt dann auch gezeigt, die eben halt dann auch ein bewegt haben. Gott sei Dank nicht so diese Massenhorrorgeschichten, aber eben halt diese Massentierhaltung, ob es jetzt eben halt unsere Vierbeiner sind, unsere Goggles und eben halt auch die Fische, also gerade Seelachs und so. Also was da abläuft, ist einfach nur noch ekelhaft. Dann haben die eben halt dann einen gezüchteten Seelachs aus diesen Meeresfarmen eben halt. Das ist die reinste Fettpampe und nicht mal eine Konsistenz, das ist so eine Tierquälerei, dann sind halbe Mutanten. Und ja, also da hat man auch gar keinen Bock mehr auf sowas halt letztendlich auch zu essen. Und ja, so Fazit für mich: Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mache das jetzt 2 Monate eben halt 100% durch, aber ich werde dabei bleiben, halt so 80, 90% vegan leben, ohne irgendwie jemanden missionieren zu wollen oder irgendwie in. Ja, also jeder weiß, was los ist auf diesem Planeten, wie scheiße wir letztendlich mit den Tieren umgehen, wie scheiße wir mit Mutter Natur umgehen. Letztendlich auch beim veganen Leben muss man eben halt auch aufpassen, dass man eben halt keine. Also nicht so viel Massenprodukte eben halt konsumiert, weil eben halt Avocados, beste Beispiel, also eine Avocado braucht 500 Liter, eine Frucht. Und da passieren eben halt auch Sachen weltweit, also gerade eben halt in Mexiko, da werden eben halt Menschen einfach entführt und umgebracht. Das nennt man auch das grüne Gold. Und ja, Dörfer werden eben halt dann von natürlich fließenden Trinkwasser eben halt abgezogen, also die werden umgeleitet und dann hast du eben halt riesige Bassins mit Wasservorkommen. Vom Himmel denkst du so, boah, geil, blau, da kannst du baden gehen. Und das ist eben halt nur für die Avocado-Felder, für die Bäume, für die ganze Massenproduktion. Ja, und die Menschen haben nichts, die werden eben halt dann haben dann einen riesengroßen Wassertank, wo dann eben halt dann einmal die Woche eben halt dann ein Laster kommt und den halt dann Wasser auffüllt zum Duschen, zum Waschen, zum Trinken, zum Kochen, wo du dann so denkst, hallo? Ja, also halt auch da sollte man aufpassen, halt auch zusehen, dass man eben halt Sachen. Auch wenn man eben halt vegan eben halt sich dafür entscheidet oder auch schon längst entschieden hat, dass das eben halt nicht normal ist, eben halt im Januar oder in der Winterzeit generell eben halt Himbeeren, Blaubeeren eben halt zu kaufen, die eben halt dann irgendwo in Südafrika eben halt angebaut werden und geerntet werden und ganz viel Wasser verbrauchen, weil das ist nicht deren Klimazone. Deren Klimazone ist hier. Und dann sollte man eben halt dann ruhig in die Wälder zotteln, halt, wenn es denn soweit ist. Oder sich eben halt dann auf dem Balkon, sich eben halt, gibt Himbeerstämmchen und um Blaubeerstämmchen, wo man nicht viel Platz braucht. Und kann man sich auf Balkon und Terrasse hinstellen und dann eben halt zu der Zeit genießen und essen, wenn es eben halt auch Saison ist. Oder eben halt dann. Von Bauern kaufen, die eben halt, sie sich eben halt anbieten. Ja, also da sollte man eben halt dann auch Vernunft walten lassen oder wenigstens eben halt dann TK-Obst eben halt für sein Joghurt oder irgendwie so und eben halt auch schauen, wo es denn herkommt. Ja, also da muss man eben halt dann. Also Massentierhaltung ist das eine, aber eben halt auch falsche Pflanzenproduktion ist das andere. So bei Arthrose ist bei mir eben halt auch, dass ich auf Sojaprodukte nicht so zugreifen soll, weil da eben halt auch ein Enzym drin ist, was eben halt Entzündung auslöst. Und naja, der normale Tofu ist sowieso jetzt nicht so mein Ding. Also ich bin eben halt jetzt viel am Ausprobieren und am Rumtüfteln. Ich bin begeistert von Tempeh,
Also da ist praktisch eine Fermentierung von Hülsenfrüchte, kann man noch mit Kräuter eben halt noch denn dazu machen. So, und durch die Fermentierung wird eben halt auch Vitamin B12 und Vitamin K eben halt auch produziert, sowie auch ein Sauerkraut. Und dass man eben halt dadurch seine natürliche Zufuhr eben halt durch die Nahrung eben halt an allen wertvollen Vitaminen und Stoffen eben halt dann bekommt. Und ja, also wie gesagt, eben halt auch da aufpassen, bei der pflanzlichen Produktion ist eben halt auch, wird auch viel Schindluder eben halt getrieben. Und ja, und zum Beispiel kann ich eben halt davon berichten oder erzählen, dass eben halt die Lupine eben halt ein mega, mega geiles Pflänzchen ist, was in unseren Breitengraden eben halt auch heimisch ist und auch wächst. Die Lupine eben halt, wenn sie abgeblüht und abgetrocknet ist, kann man eben halt dann die Erbsen eben halt ernten. Und da, die Lupine hat die höchsten Proteinstoffe, dann eben halt auch, oder das höchste Eiweiß im Grunde genommen, dann hat keinen Entzündungsstoff drin und hat eben halt einen mega hohen Nährwert, eben halt dann auch mit den ganzen anderen Mineralien und eben halt auch für die Aminosäurengeschichte im Körper. Ja, und das, was eben halt die Lupine mit der Erbse uns an Nährstoffe gibt, ist die Lupine aber auch ein Nährstoff für den Boden. Also eben halt, man könnte heutzutage eben halt nicht nur Monokultur letztendlich machen und den Boden eben halt kaputt düngen und auslaugen. Ja, man kann eben halt, wie man das früher halt die Bauern so gemacht haben, im Wechsel. Und wenn eben halt auch ein Boden mal ein bisschen lutschig ist, dann haut man eben halt diese Lupine eben halt rein und die gibt nachher alles eben halt dem Boden, was er eben halt dann auch braucht. Also diese Pflanze gibt dem Boden Nährstoffe, denn die wunderschönen weißen und blauen Blüten geben unseren Sumsis die geilsten Nährstoffe. Und weil die brauchen Insekten. Und ja, und diese Lupine gibt eben halt uns auch Nährstoff, Nahrung. Und ja, und man muss sich nicht unbedingt auf Soja sich einschießen. Man kann aus jeder Hülsenfrucht letztendlich auch Tofu eben halt auch machen, mit den Zutaten dafür. Und ja, also das ist jetzt so, also momentan bin ich jetzt so am Rumprobieren mit Käse und eben halt immer in so unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Denn mache ich mir immer schnell so einen Ersatztofu. Es ist kein richtiger Tofu, weil da brauchst du eben halt dann nochmal irgend so Magnesium-Dingens, also nochmal einen zusätzlichen Mineral, dass die Masse sich eben halt letztendlich bündelt wie Quark oder irgendwie so, und dann wird es eben halt gepresst. Und ich will eben halt dann auch eine richtige Käse-Tofu-Presse eben halt mir noch zulegen, eine vernünftige, aus Holz, nicht aus Plastik. Und ja, das kostet auch ein bisschen. Und ja, jedenfalls, ich mache mal so einen Ersatztofu, mal aus rote Linsen, grüne Linsen, weil die eben halt schnell halt aufgehen. Dann wird das durchpüriert, je nach Konsistenz, wie man es gerne haben möchte. Und eben halt einfach geile Gewürze eben halt rein. Ob man eben halt dann so ins Indische denn geht. Bei den roten Linsen gehe ich immer mehr dann so ins orientalische Indische, eben halt dann so rein mit Curry und Kurkuma und so. Und habe jetzt aus grünen Linsen eben halt dann eher dann so diese mediterrane Richtung. Eben halt, diesmal habe ich eben halt dann noch so ein geile Gyros-Gewürzmischung eben halt benutzt. Und ja, und dann kostet es eben halt dann ein bisschen ein. Das ist schöne, dicke, fette Motzeputze. Eben halt geht so eine schöne, slotschige Mansche. Ja, und dann ab ins Förmchen, abkühlen lassen, ab in den Kühlschrank. Dann wird das schön fest und du kannst das eben halt geil eben halt
braten. Und vor allen Dingen für die, die halt auch Döner mögen, ja, wenn ich eben halt das in dünnen Scheiben schneide, dann wird und ein bisschen auch klein, das dann schön anbrate, kann ich mir eben halt davon dann so eine Art Döner eben halt dann auch machen. Ist dann richtig geil crunchy. Mache ich eben halt so ein bisschen dicker, dann ist es mehr dann so Nugget-mäßig oder ja, also Konsistenz ist drin, dann eben halt ein bisschen weicher. Und aber außen eben halt so richtig geil crunchy. Also ich esse das am liebsten so zum Frühstück, weil dann hat man eben halt schon mal ganz viel Power für den Tag. Und bevor dann mein Kurs ist, nehme ich, esse ich dann meistens dann eben halt dann Joghurt mit ein bisschen Haferflocken und Obst drin, also so Müsli-mäßig. Dann hat man praktisch da nochmal dann ordentlich Bums mit Proteine und ja, und dann noch ein bisschen Ballaststoffe. Und dann ist man gut am Tag dabei und ohne eben halt so ein Gefühl und eben halt mit viel Power im Grunde genommen. Ja, und abends stelle ich mich eben halt hin und dann so 10, 20 Minuten. Aber das, immer so 10, 20 Minuten, auch wo ich noch Fleisch gegessen habe in der Küche. Und viele sagen ja immer, oh, ich habe ja keine Zeit zum Kochen. Nie. Die Ausrede zählt nicht. Also, ob ich nun auf dem Klo hocke und 10 Minuten, 20 Minuten dann irgendwie bei WhatsApp, Facebook oder sonst irgendwie oder auf der Couch mich eben halt dann mit den Sachen beschäftige. Da hat man halt auch mal dann die Zeit, sich 10 Minuten am Wochenende vorzubereiten. So eine kleinen Snacks eben halt oder eben halt, ob es der Käse ist. Weil der braucht auch nur 10 Minuten im Grunde genommen. Und mein Linsentofu, ja, ich lasse das eben halt mal eine Stunde quellen und beschäftige mich mit anderen Sachen noch. Ja, und dann das Reinkloppen, letztendlich durchpürieren. Sind auch nur 10, 15 Minuten mit dem schnell ankochen. Ja, und das war's dann. Also, das sind ja mal so die Vorbereitungen eben halt so mal so für die Woche. Ja, und kochen, ja, man muss ja irgendwas essen. Ja, und ja, wie gesagt, also man wird dann in Zukunft dann ein 80, 90% veganes Leben eben halt dann führen. Wie gesagt, es schmeckt, es ist richtig lecker. Man kann so neue Sachen halt dann auch so ausprobieren für sich selber. Und mein Lebensmotto, mein neues, ist ja eben halt auch, ich mache mir es selbst. Ja, ich hatte noch nie so oft meinen Pürierstab in der Hand, anhaben Dildo in der Hand. Sorry, Piep. Ich habe einen Pürierstab. Ja, und aber es macht eben halt richtig Spaß, eben halt Sachen eben halt rumzuprobieren. Und ja, also wie gesagt, so 80, 90% wird man eben halt vegan leben, wenn man irgendwo mal im Ausland ist, im Urlaub, ist mir das dann auch erstmal so Schnurz, weil da auch, also wenn ich in Ägypten bin oder auch mal in Griechenland oder sonst irgendwo in den südlichen Gefilden, passiert ja nicht so dieses abartige Zeug so krass, wie eben halt, was eben halt hier abläuft mit den Tieren. Und ja, man möchte ja auch eben halt auch ein paar neue Geschmackswows eben halt dann auch kennenlernen. Und es ist ja auch ein bisschen so ein Vergleichen. Also man merkt dann so, Mensch, das schmeckt. Das habe ich früher vielleicht auch noch so und so gemacht, aber ich kann es doch noch eben halt veganisieren. Ja, hat man nochmal so ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten. Dann gibt es eben halt Sachen, die man eben halt nicht halt veganisieren kann, weil die eben halt nicht danach schmecken. Hallo, mein Jumi. Und der große Schäferdackel. Und zum Beispiel Gomme Sabzi, typisch persisches, mega leckeres Gericht. Und ja, das kannst du eben halt nicht vegan machen, weil dann eben bestimmte Komponente eben halt vom Geschmack fehlt. Aber das macht man ja dann auch nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat. Das macht man vielleicht dann so zweimal im Jahr und dann ist auch schön. Ja, und halt auch zu Weihnachten. So, manche Sachen, also militant darf man eben halt an viele Sachen auch nicht rangehen. Auch wenn man dann irgendwo ist, eben halt
ein Städtebummel und man hat jetzt Bock auf ein Stück Kuchen in irgendeinem Café oder irgendwie so. Und die haben eben halt nichts Veganes. Naja, mein Gott, dann isst man eben halt mal ein Quarktäschchen oder so. Ja. Und ja, wie ich eben halt auch schon sagte, ich habe auch keinen Bock jetzt hier irgendwie den großen veganen Militanten raushängen zu lassen und die Missionierung hier zu starten. Wie gesagt, jeder weiß, was los ist in Sachen Massentierhaltung und ich bin eben halt ein Befürworter, dass die eben halt die Tiere oder die Bauern mit Tierhaltung und Milchproduktion eben halt das so handhaben, wie man das so vor 100, 200 Jahren eben halt machte. Dass die Pupas eben halt 365 Tage eben halt auf der Weide stehen und rumgrasen. Und wenn dann irgendwann mal der Appetit nach einem Stück Käse eben halt auch ist, dann hat man eben halt den Kälbchen das nicht weggenommen, sondern eben halt, dann ist es eben halt auch übrig geblieben und man hat es eben halt verwertet. Und hat da trotzdem eben halt einen Käse gemacht. Und dann ist es halt auch eine Form von eben halt Genuss mit Vernunft. Und weil eben halt auch gerade Milchprodukte zurzeit eben halt die meisten Entzündungen eben halt im Körper auslösen. Eben halt, es ist ein Wachstumshormon. Milch ist eben halt Babynahrung. Weiß auch jeder, wir sind erwachsen, wir brauchen eigentlich keine Milch. Und schon gar keine Wachstumshormone, sondern kommen noch künstliche Wachstumshormone eben halt denn dazu, plus die ganze Medikamentenscheiße, die die armen Tiere eben halt bekommen. Und wenn man eben halt auch sieht, wie in diesen Schlachthäusern eben halt auch respektlos mit dem Tier umgegangen wird, was eben halt sowieso schon gelitten hat, ja. Und dann eben halt einfach Fleisch aufgeschnitten wird und die ganzen Eiterbeulen da eben halt dann aufplatzen und es eben halt auch an Fleisch ranspritzt, was eben halt dann kontaminiert ist. Aber es interessiert eben halt auch nicht wirklich einen. Es gibt eben halt dann so Tests und wenn eben halt ein bestimmter Prozentsatz an Bakterien eben halt nicht überschritten wird, dann ist alles okay. Ja, und dann. Gerade eben halt Amerika ist da eben halt sehr krass drauf. Gott, ich habe dann so gedacht, Gott sei Dank, so in Europa, weil wir in der EU doch eben halt noch hohe Richtlinien haben, aber wer weiß das wirklich so genau? Und ja, wie gesagt, missionieren liegt mir fern. Wenn man Fragen hat, kann man mich natürlich jederzeit gerne fragen und ich werde dann auch hier unten, jetzt kann ich das auch mal machen, hier unten, dann nochmal die Serien bei Netflix eben halt aufschreiben, wer das gucken möchte. Ich mache es auch so in dieser Reihenfolge, wie ich es eben halt auch so geguckt habe, wo ich eben halt auch gemerkt habe, diese Reihenfolge ist halt, das baut aufeinander auf. Und dann hat man ein tolles Aha. Und ja, jetzt habe ich das zu 38 Minuten geschafft. Das ist jetzt mein drittes Video, mein Versuch. Ich war dann immer irgendwie dann bei über 45, 50 Minuten, dann einmal bei 60 Minuten, dachte ich mir dann so, das hört sich doch kein Mensch an. Ja, also, ich wünsche euch was. Ich wollte euch daran teilhaben lassen. Auch der Musti ist jetzt ein Bekehrter, der veganische Dämon ist in mir eingefahren. Spaß. Und ja, ich fühle mich toll und ich will das einfach so kundtun, dass man eben halt auch früher bei manchen Sachen eben halt auch ein bisschen auf dem Holzweg war. Und ja, und man wird dann meistens dann erst wach, wenn es eben halt dann an die Gesundheit geht. Und bevor ihr euch eben halt dann zu doll quält oder irgendwie so mit Rheuma, Gicht, Arthrose, Arthritis und was es alles gibt, dann ja, vielleicht einfach drüber nachdenken und einen kleinen Schritt in eine Veränderung machen, weil dieser kleine Schritt ist für euch gesundheitlich dann am Ende auch ein großer Schritt und es ist ein ganz großer Schritt nachher, wenn doch mehrere eben halt dann umdenken, dass die Tiere, die eben halt
Leiden und Verkrüppeln eben halt nicht mehr dieses durchmachen müssen und demzufolge auch ihre angenehme Zeit haben auf diesem durchgeknallten Planeten. Tschüss!